So, meine lieben Medizinbegeisterten und was Zähneputzen und Krankschreibungen mit der Verhaltenstherapie zu tun haben, das besprechen wir jetzt in Teil 4. Es geht immer noch um die Konditionierung, die instrumentelle respektive operante Konditionierung. Und wir unterhalten uns mal heute im vierten Teil über den Wegfall negativer Konsequenzen. So, ihr Lieben, was den Zahnarztbesuch und das Zähneputzen betrifft, ist es ja ganz klar, wenn ich Zähne putze, kriege ich kein Karies und dann fällt diese negative Konsequenz weg, dass der Zahnarzt bohren muss oder dass ich beim Zahnarzt eine Spritze bekomme. Das Gleiche gilt auch für die Entzündung des Zahnfleischs. Das Zahnfleisch, das gesund ist, das blutet nicht und tut nicht weh und deswegen putzen wir immer schön und dann fällt diese negative Konsequenz weg. Leider gibt es in Deutschland sehr viele Krankschreibungen und auch hier sind wir beim Thema Wegfallen negativer Konsequenzen, weil wenn ich überlastet bin und nicht mehr kann und fix und fertig bin und zur Arbeit gehe, dann strömt ja alles auf mich ein. Ich kriege Nackenverspannungen, Kopfschmerzen und so weiter. Das ist die negative Konsequenz. Und wenn ich mir mal einen Tag Auszeit nehme, dann fällt diese negative Konsequenz weg. Ja, auch das ist eine Realität von der Verhaltenstherapie und der operanten bzw. instrumentellen Konditionierung. Ich freue mich wieder über eure Kommentare, über eure Erfahrungen mit dem Wegfall negativer Konsequenzen. Und das war jetzt Teil 4 und der fünfte Teil folgt dann auch sogleich. Da geht es um unser Thema, das heißt Löschung. Bis dahin, ciao, ciao, eure Claudia Bignon.